Wichtige Änderung: Prinzessin Kate und Prinz William geben die Zügel aus der Hand. Prinz William und Prinzessin Kate geben einen Teil ihrer Verantwortung ab und übergeben sie in die vertrauensvollen Hände eines neuen Angestellten. Kein Unbekannter. London, offenbar wird die Arbeit einfach zu viel für Prinzessin Kate, 42, die sich derzeit einer präventiven Krebstherapie unterziehen muss. Und Ehemann Prinz William, 42. Der König Charles, 75, zwar tut, was er kann, übernahm doch der Thronfolge einige seiner Aufgaben. Mit dem Effekt, dass die Arbeit des Kensington Palastes liegen blieb. Doch nun gibt es Hoffnung in Form einer neuen Schlüsselrolle. Von der Queen zum Ritter geschlagen, bietet Ex-Desco-Chef David Lewis Prinzessin Kate Unterstützung. Prinz William und Prinzessin Kate haben einen wichtigen Neuzugang für ihre Wohltätigkeitsorganisation gewinnen können. Die Royal Foundation des Prinzen und der Prinzessin von Wales hat den ehemaligen Tesco-Chef Sir David Lewis, 59, zum Direktor im Kuratorium der Wohltätigkeitsorganisation ernannt. Er soll nun Auge behalten, was Prinzessin Kate zu viel ist. Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen Merkur.app. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer WhatsApp-Kanal beste Unterhaltung. Sir Dave, der 2021 für seine Verdienste in der Lebensmittelindustrie und Wirtschaft zum Ritter geschlagen wurde, arbeitete mehr als 27 Jahre lang für den riesigen Konsumgüterkonzern Unilever und war von 2014 bis 2020 CEO von Tesco. Wie express.co.uk berichtet, zeigen am 2. Juli beim Companies House eingereichte Unterlagen, dass der Geschäftsmann am 20. Juni zum Direktor der Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales ernannt wurde. Eigentlich gehörte die Gründung den Prinzen William und Harry. Die Wohltätigkeitsorganisation von William und Kate unterstützt gemeinnützige Projekte in den Bereichen Naturschutz, Umweltthemen, frühkindliche Entwicklung, psychische Gesundheit, Notfalldienste und Obdachlosigkeit. Bekannterweise wurde sie ursprünglich im Jahr 2009 von Prinz William und Prinz Harry ins Leben gerufen, um ihre Wohltätigkeitsarbeit voranzutreiben. Nach den Eheschließungen der Brüder mit Prinzessin Kate und Meghan Markle im Jahr 2011 bzw. 2018 wurden die beiden Ehefrauen Schirmherrinnen der Wohltätigkeitsorganisation. Der Herzog und die Herzogin von Sussex verließen jedoch die Royal Foundation im Jahr 2019. Kurz bevor sie sich Anfang 2020 von der königlichen Familie lossagten und in die USA zogen. Inzwischen haben sie mit Archivell eine eigene, unabhängige Wohltätigkeitsorganisation gegründet. Eine königliche Quelle bezeichnete die Berufung des bekennenden Fitnessfanatikers in die königliche Stiftung als genial und merkte an, dass William und Kate darauf geachtet hätten, Treuhänder aus den unterschiedlichsten Bereichen zu gewinnen, darunter eine Filmproduzentin, Anwälte, eine ehemalige BBC-Managerin. Weiter hieß es, dass das Paar in aller Stille ein starkes Fundament für seine zukünftige philanthropische Arbeit gelegt hätte. Das Prinzenpaar hat jedoch seine Pläne, in diesem Jahr einen neuen CEO für den königlichen Haushalt zu ernennen, auf Eis gelegt, da sie sich auf Kates Krebsdiagnose und die laufende Behandlung konzentrieren wollten. Hintergrund war der Wunsch Prinz Williams für eine revolutionäre Umstrukturierung, um den Haushalt unternehmerischer zu gestalten. Verwendete Quellen: express.co.uk, dailymail.co.uk.